Ja, gut, dass da stand, sei wie Katrin und nicht sei Katrin, denn eine Katrin haben wir jetzt hier nicht im Angebot. Katja Pähler haben Sie eben schon gesehen, ich erinnere noch mal daran, in einer Woche Landtagswahlen, hingeht in jedem Fall. Dann haben wir Franziska Giffey, die meisten von Ihnen kennen werden, aus Berlin. Und dann, ich habe ihr schon angedroht, dass ich jetzt uncharmanterweise sage, in Vertretung von Manuela Schwesig, Daniela Martin aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit den dreien werden wir reden. Und es gibt aber von Frau Schwesig, die verhindert ist, noch eine kleine Videobotschaft. Dann los. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, vor allem liebe Katja Pähler, herzliche Grüße von Schwerin nach Halle. Herzliche Grüße an das ganze schöne Land Sachsen-Anhalt. Ich habe in Sachsen-Anhalt familiäre Wurzeln. Mein Vater kommt aus Hüttenrode und deshalb liegt mir dieses schöne Land besonders am Herzen. Und am 6. Juni haben dort alle Bürgerinnen und Bürger die Wahl, sich für Demokraten zu entscheiden, für Sozialdemokraten und gegen die Demokratiefeinde. Und deshalb wünsche ich dir, liebe Katja, von Herzen, dir und deiner SPD viel Erfolg. Wir erleben gleich ein Panel mit dir, Franziska Giffey und Bettina Martin. Drei starke Frauen für Ostdeutschland. Du, liebe Katja, stehst vor allem für das Thema faire Löhne und sichere Gesundheitsversorgung in Stadt und Land. Franziska engagiert sich für das wichtige Thema bezahlbares Wohnen. Und mit Bettina arbeiten wir gemeinsam in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur an der kostenfreien Betreuung in Kitas und Schulen, sondern auch an einer qualitativ hochwertigen. Diese Themen stehen für uns, für die Sozialdemokraten. Für gute Wirtschaft, gute Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit und auch ökologische Vernunft. Und deshalb bin ich froh, dass Olaf Scholz unser Kanzlerkandidat ist. Er hat bewiesen, dass er alle drei Themen zusammenbringen kann. In seiner vielen verschiedenen Regierungserfahrung. Und er arbeitet gemeinsam mit uns für Ostdeutschland. Ich habe nicht vergessen, dass er es war, der uns geholfen hat, die Grundrente auf den Weg zu bringen. Und deshalb brauchen wir starke Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für Ostdeutschland. Nicht zuallererst für Wahlen, sondern für die Menschen, für gute, soziale und demokratische Politik. Das ist unser Signal vom Ostkonvent heute an die Menschen in allen Bundesländern in Ostdeutschland. Wir sind für sie da. Sozial, demokratisch und engagiert. Ja, Bettina heißt sie, ist Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern und wie gesagt in Vertretung von Frau Schwesig jetzt hier. In Vorbereitung dieser Runde habe ich mir noch gedacht, ob eventuell eine von Ihnen da an einem extrem guten Timing gedreht hat, denn vor zwei Tagen gab es ja im Bund den Beschluss, dass jetzt nicht nur in den Aufsichtsräten, sondern auch in den Vorständen von großen Unternehmen eine bestimmte Menge Frauen jetzt sitzen muss. Sie waren da nicht mit Schuld im positiven Drehsinne, Frau Giffey? Naja, ich habe das Gesetz verantwortet und gemeinsam mit der Justizministerin Christine Lambrecht durchs Kabinett gebracht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt im parlamentarischen Verfahren eine Einigung gegeben hat, dass wir eben sagen, in großen Vorständen von großen deutschen Unternehmen, die mehr als 4 Menschen im Vorstand haben, muss mindestens eine Frau sein. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir eben nicht wollen, dass über 90% der Chefetagen der deutschen Wirtschaft nur mit Männern besetzt sind. Es kann nicht am Talent und an der Begabung. Da muss mehr dahinter stecken und wir wollen gerne auf Vielfalt, auf gemischte Teams setzen, weil die sind erfolgreicher. Und dafür steht die SPD auch, für Gleichberechtigung von Frauen und Männern und für den Erfolg von Vielfalt. Das kann man sich inzwischen in vielen Themenbereichen angucken, dass es nicht so ist, wenn Frauen einrücken, dass das irgendwie schwieriger wird, sondern, wie Sie sagen, dass es in aller Regel so gemischte Teams erfolgreicher sind. So, dieses Team ist also nicht gemischt und das heißt ja auch so schön Frauenrunde. Aber im Vorfeld habe ich mir gedacht, Sie sind ja hier jetzt nicht, weil Sie Frau sind, sondern Sie sind hier, weil Sie Menschen sind, die entweder schon
Macht haben und Macht als Gestaltungsfähigkeit positiv definieren oder sie haben wollen. Und deswegen fangen wir mit einem Punkt in der Runde auch an, nämlich wie Sie sich in dieser Rolle erleben. Also definieren Sie ja Macht, ist ja für manche auch so ein bisschen so ein schlimmes Wort, definieren Sie das anders und was ist an den Stellen, wo Sie sind oder nach den Landtagswahlen, wo Sie hinwollen, was ist da so Ihr Gefühl, wie Sie ja das, was Sie machen wollen, dann auf die Platte bringen können? Da Katja Pähle ja gerade erst dran war, Frau Giffey jetzt auch schon, mache ich mit Ihnen weiter, Frau Martin. Ja, vielen Dank. Erstmal hallo in die Runde. Es ist schon ein Unterschied, ob man Frau oder Mann ist. Also da möchte ich schon mal sagen, da greift man als Frau auch zu, wenn die Macht da ist. Und nicht, weil die Macht um ihrer Macht willen, sondern ich habe schon den Anspruch, als Politikerin Dinge voranzubringen in meinem Ressort, aber auch in der Partei, die uns Frauen auch wichtig sind. Und da gibt es Themen, die einfach wirklich auf der Agenda stehen. Ich bin Bildungsministerin, ich bin Wissenschaftsministerin. Wissenschaft ist wirklich fast noch schlimmer dran als die Wirtschaft, wenn es um die Repräsentation von Frauen ganz oben angeht. Da ist noch viel zu tun. Wir müssen uns unbedingt darum kümmern, dass die Berufe, wo vor allen Dingen Frauen arbeiten, besser bezahlt werden. Und natürlich Kita, Schule. Das sind Themen, nicht weil das spezifische Frauenthemen sind, sondern weil wir als Frauen sehr stark darauf angewiesen sind, dass wir unsere Kinder gut aufgehoben haben, dass es eben nicht die Frau ist, die zu Hause bleibt, sondern dass wir gute Kita haben, dass wir auch, und das finde ich wirklich toll, dass das die SPD hier in Sachsen-Anhalt ja sich auf die Fahne geschrieben hat, Kita beitragsfrei zu machen. Das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Legislaturperiode geschafft. Bei uns sind alle Kitas, alle Horte, alle Krippen beitragsfrei. Und das ist natürlich eine Riesenlohnerhöhung, sagt man, für alle Familien. Aber das ist natürlich auch der Garant dafür, dass Familien berufstätig sein können, und zwar Männer und Frauen. Und darum geht es uns. Und natürlich greife ich zu, wenn ich Gestaltungswillen habe, wenn da Macht ist. Und das ist nichts Anrüchiges oder Ekliges, sondern wir brauchen Gestaltungsmacht als Frauen und wir haben sie und können gestalten. Und deswegen ist es gut, dass hier eine Frau an der Spitze steht in Sachsen-Anhalt. Und ich hoffe, dann auch zugreifen kann. Genau, es ist kein schmuddeliges Wort, aber wenn Sie sagen, das ist für mich auch selbstverständlich, dass ich zugreife, das ist eine Entwicklung, die, ja, Frage jetzt, die im Osten, in dem, was man jetzt so Ostdeutschland nennt, leichter ist ein Stück weit als in den alten Ländern. Irgendwann muss man da mal neue Namen finden, ne? Alte, neue Länder. Ist es leichter hier? Eventuell, weil Frauen tradierterweise das kennen, die Mütter waren auch schon alle berufstätig. Oder ist das egal, Frau Giffey? Naja, also es ist ganz klar, dass es eine andere Tradition im Osten Deutschlands gibt. Und ich habe das auch in den letzten Jahren sehr stark gesehen. Es gibt eben nach wie vor zwischen Ost und West große Unterschiede, was Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeht. Und da ist der Osten wirklich vorne, traditionell. Und ja, Menschen, die in unserem Alter sind, die haben das erlebt. Beide Eltern waren berufstätig. Das war ganz normal. Und es gab natürlich Kita-Plätze für alle und für alle auch Hort. Wenn ich jetzt überlege, wie wir gekämpft haben als Sozialdemokraten, auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder durchzubringen. Ja, jetzt ist es ja gelungen, dass er im Kabinett beschlossen wurde. Aber es ist so, dass wir da immer noch eine Situation hatten, wo die Ostdeutschen gesagt haben, ja, wieso Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung? Das ist doch bei uns gelebte Praxis. Ja, was wollt ihr denn da jetzt noch machen? Und im Westen wird uns dann entgegengehalten, das geht ja gar nicht. Und 2026 starten ist viel zu früh. Da kriegen einige Schnappatmung, ja, weil sie sagen, das schaffen wir nicht. Im Osten ist das längst da. Und das muss man, glaube ich, auch mal deutlich machen. Und natürlich hängt es damit zusammen, ob Kinderbetreuungsmöglichkeiten gut da sind, ob Vereinbarkeit gewährleistet ist, wie Frauen ihre eigene berufliche Laufbahn auch gestalten können und wie Männer und Frauen, Bettina Martin hat es gesagt, eben das beides zusammenbringen können. Und unsere Idee von einer modernen Gesellschaft ist nun mal, dass eben beides möglich sein muss, und zwar für beide Eltern, dass sie auswählen können, dass sie wirklich die Chance haben, Erwerbs- und
Sorgearbeit gut miteinander zu vereinbaren. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und die SPD steht wie keine andere Partei für das Thema Vereinbarkeit, Partnerschaftlichkeit, für eine Familienfreundlichkeit, die wirklich sagt, wir ermöglichen, dass eben das volle Potenzial in unserem Land ausgeschöpft werden kann. Bei Männern und bei Frauen, bei Vätern und Müttern gleichermaßen. Und das ist ganz entscheidend auch für mehr Frauen in Führung. Ich habe auch so das Gefühl, dass bei den jüngeren Männern, die Älteren mögen mir verzeihen, bei den jüngeren Männern das auch nicht mehr so der Gegensatz ist, sondern dass so dieses partnerschaftliche Moment sicherlich bei allen Schwierigkeiten im Haus aushandeln auch mitgedacht wird. Also es gibt ja jetzt die Väter, die freiwillig ein, zwei Jahre zu Hause bleiben. Da wurden sie dummerweise vor einiger Zeit auch noch von den Chefs ein bisschen schräg angeguckt. Ne? Du als Mann willst so lange zu Hause bleiben, das ändert sich. Katja Pähle, Sie haben ja auch schon in der Rede gesagt, dass das nochmal ein Schwerpunkt hier im Land sein wird. Aber nochmal, wie gesagt, der erste Punkt ist ja auch so ein bisschen am Persönlichen. Die beiden anderen haben es gesagt. Es ist doch irgendwo schwierig. Auf der einen Seite wehrt man sich als Frau doch dagegen, auf die typischen Frauenthemen reduziert zu werden. Auf der anderen Seite, verdammte Hacke, betreffen sie uns halt eben sehr direkt. Wir können nicht ausweichen. Wie erleben Sie das? Oder ist das auch gar kein Problem mehr in Sachsen-Anhalt? Werden Sie für Wirtschaft genauso eingeladen wie für eben Kitas und Co.? Na, die erste Frage ist, woher kommt denn diese Zuschreibung von typischen Frauenthemen? Eigentlich ist das, was Bettina genauso wie Franziska angesagt hat, ist ja ein Familien- und ein Gesellschaftsthema. Und es betrifft alle. Es ist sicherlich so, dass viele Politikerinnen, auch in der SPD, vielleicht eher sagen, naja, ich mache doch auch Sozialpolitik. Aber woher kommt das? Weil natürlich da auch ein großer Bedarf ist. Und weil man gesehen hat, bei einer nicht paritätischen Besetzung der Landtage, dann braucht es die starken Frauen, die sich für diese Themen auch stark machen. In der Vergangenheit zumindest waren es nicht immer die Männer, die da das Schwert auch für Kinderbetreuung geschwungen haben. Aber ich glaube, auch da bewegt sich ganz, ganz viel. Und Sachsen-Anhalt, wir als SPD hier, haben das große Glück, dass wir in vielen, vielen Bereichen aktive und engagierte Frauen haben, die Politik gestalten wollen. Auch so ein ganz klassischer Bereich, den ich zumindest so empfinde, der hier eher von Männern bedient wird, ist der Bereich Landwirtschaft. Bei den Kandidatinnen auf unserer Landesliste haben wir ganz viele, die sagen, da will ich mich drum kümmern, weil ländlicher Raum so wichtig ist. Sachsen-Anhalt besteht neben Halle und Magdeburg hauptsächlich aus ländlichen Räumen. Und wenn wir an dieser Stelle auch etwas tun wollen, dann braucht es auch Frauen, die auf diesem Bereich schauen, welche Möglichkeiten gibt es für die Betriebe, gutes Einkommen zu erzielen, auch mit unseren Böden vernünftig umzugehen, insbesondere beim Thema, wem gehören die Böden. Und deswegen unterstütze ich da auch ganz viele Genossinnen, die sagen, erstens, ich will mich einbringen. Ich will auch ein Thema wählen, das nicht so ganz klassisch den Frauen zugeschrieben wird. Weil Ziel muss es sein, in allen Bereichen und für alle Themen auch eine paritätische Besetzung hinzubekommen, damit beide Seiten in Vielfalt auf ein Thema schauen können und es jeweils so nach vorne entwickeln können, dass es für die Menschen besser wird. Und ich glaube, das kriegen wir hier ganz gut hin. Corona hatte ja bekanntermaßen zumindest eine Delle verursacht, was so Gleichstellung Frauenleben betrifft. Ne? Wenn einer mehr verdient, und das ist oft noch einer, der Mann, dann steckt eher sie zurück. Und was man ja in jeder Zeitung, in jedem Filmbericht sehen konnte, wenn es um Homeschooling geht, wer hält es aus, ist die Last mehr bei den Frauen. Aber wo Sie das gerade sagen, dass Frauen ja auch aus eigenem Antrieb sich Sozialthemen gewählt haben, erleben wir da unter Umständen, ich versuche jetzt was Positives an Corona zu finden, erleben wir da eventuell auch eine Umwertung, dass das Soziale eine neue Wertigkeit bekommt, dass das Soziale eben auch als systemrelevant gesehen wird? Frau Giffey nickt, dann kriegt sie das Wort. Ja, also auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben das gesehen im letzten Jahr, wie wesentlich gute Kinderbetreuung ist, damit das Gesamtsystem funktioniert. Wir haben gesehen, wie wesentlich ein funktionierendes und gut ausgestattetes Gesundheitssystem ist, mit Fachkräften, die krisenhafte Situationen bewältigen können. Und
der Einsatz für die Aufwertung der sozialen Berufe, immerhin sind ja über 5,7 Millionen Menschen in Deutschland in den sozialen Berufen tätig. 80% sind Frauen. So, und die sind eben strukturell schlechter bezahlt als viele Männer in typisch männlichen Berufen, wenn man das jetzt mal so benennen will. Und es ist ganz klar, dass es hier eine Aufwertung geben muss. Die SPD macht sich dafür stark. Wir haben ja in dieser Legislatur es geschafft, dass tatsächlich auch überall in Deutschland, in der Pflege beispielsweise, die Ausbildungsvergütung flächendeckend eingeführt wurde und das Schulgeld endlich abgeschafft wurde. Also niemand in Deutschland muss sich mehr fragen, kann ich mir das eigentlich leisten, Pflegefachkraft zu werden? Und genau das brauchen wir auch in anderen Berufen. Wir haben immer noch die Situation, dass noch nicht alle, die den Erzieherinnenberuf zum Beispiel ergreifen wollen, auch klar haben, sie bekommen eine Ausbildungsvergütung. Es gibt jetzt, das ist geschafft worden, das BAföG, das nicht mehr zurückgezahlt werden muss für Erzieherinnen und Erzieher, ist eine Riesenhilfe. Aber da müssen wir auch noch weiter vorankommen. Und das Gute ist, was wir sehen, dass im letzten Jahr durch diese mehr Wertschätzung, mehr Wahrnehmung der sozialen Berufe, wir tatsächlich in den Ausbildungszahlen einen Anstieg sehen, der zwischen 5-10% liegt. Und da ist Sachsen-Anhalt zum Beispiel ein Land, was sich deutlich steigern konnte bei den Pflegefachkräften. Also ihr habt schon die 10% nämlich geknackt. Ihr seid führend dabei beim Thema, wie kriegt man eigentlich mehr junge Leute dazu, auch sich für den Pflegeberuf zu entscheiden. Und das hat was mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun und mit Aufwertung der sozialen Berufe im Hinblick auf Bezahlung und im Hinblick auf Arbeitsbedingungen. Und das sind die Kernfragen. Und da finde ich wichtig, dass die Sozialdemokraten auch da ganz klar sagen, wir sind diejenigen, die sich genau dafür auch stark machen. Ja, es ist ja eine absurde Situation, ne? Dass bis vor kurzem Mangelberufe auch deswegen Mangelberufe waren, weil man nicht ein Azubi-Gehalt bekam, sondern für eine schulische Ausbildung was blechen musste, auf gut Deutsch. Ne? So, jetzt frage ich Frau Martin und dann Frau Pähle. Da bestimmte Dinge, die jetzt zumindest in die richtige Richtung geschoben worden sind, auf Bundesebene entschieden. Kann man und wenn ja, was auf Landesebene machen, damit diese sozialen Themen raus aus der weichen und hin in die systemrelevante Ecke kommen, wo sie ja hingehören? Und dass die Frauen dann, die in den Berufen die Mehrheit stellen, noch etwas davon hätten, ist ja sozusagen ein ausgesprochen angenehmer Beifang. Also was kann man da auf Landesebene tun? Franziska Giffey hat es ja gerade gesagt, es fängt vor allen Dingen damit an, mit einer Wertschätzung dieser Berufe und der Personen, die in diesen Berufen arbeiten. Ich bin übrigens auch ein absoluter Fan dafür zu werben, dass Männer sich auch in diesen Berufen, ich sage jetzt mal in diesen Mangelberufen auch tummeln. Das schaffen wir, indem wir es aufwerten und wir müssen da wirklich vor Ort werben. Wir müssen gute Arbeitsbedingungen vor Ort schaffen. Das ist die Aufgabe der Länder, das ist die Aufgabe der Kommunen, Kitas gut auszustatten. Wir müssen vor Ort auch das Gesundheitssystem gut ausstatten miteinander, damit das auch attraktive Arbeitsplätze sind. Und dafür werben, dass das wichtige Arbeitsplätze sind, rein auch Wertschätzung. Und ich glaube, da müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam ran, das weiter auszubauen. Ich hoffe mir sehr, dass wir das nicht vergessen, was jetzt in den letzten 14 Monaten passiert ist, dass wir gemeinsam da auch arbeiten. Das hat auch was mit Geld zu tun und mit Aufrichtigkeit. Wir müssen auch da Geld in die Hand nehmen gemeinsam und da ist ja viel jetzt angestoßen worden. Ich glaube aber, das müssen wir auch ehrlich sagen, es reicht nicht nur Wertschätzung, wir müssen die Strukturen auch anpassen und das geht nur gemeinsam und dafür werben, weil wir werden sonst Engpässe haben. Katja Pehl hat es gerade angesprochen, wir wollen einen Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung haben, Ganztagsbetreuung in der Kita. Rechtsanspruch haben wir schon. Wir wollen Ganztagsschule haben. Wir wollen wirklich viel entwickeln. Dafür brauchen wir die Arbeitskräfte. Gut qualifizierte Arbeitsplätze. Ich als Schulministerin, als Bildungsministerin weiß, was das bedeutet, Lehrkräfte in unsere Schulen im ländlichen Raum anzuwerben. Wir brauchen qualifizierte Seiteneinsteiger. All das gehört dazu. Und da müssen wir gemeinsam ran, auch Geld in die Hand nehmen und werben. Ja, das ist ein Punkt, dass das, was jetzt bei uns allen ganz weit vorne ist und wo wir alle denken, das haben wir gelernt, dass das nicht wieder wegrutscht. Es wurde angesprochen, Sachsen-Anhalt hat sich gesteigert, hat also mehr Menschen, die diese wichtigen Berufe auch machen wollen. Sehen Sie Schwierigkeiten dabei, das zu stabilisieren oder was kann man da über das, was Sie in Ihrer Rede angesprochen haben, hinaus noch tun? Ja, es gibt immer das Risiko, dass junge Menschen sich für einen anderen Beruf als für einen sozialen Beruf entscheiden. Was aber ganz klar ist, an allen Stellen fehlt uns im Land Hände und Köpfe. Das heißt, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass
Erstens, wir haben eine viel zu hohe Anzahl von jungen Menschen, die die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Das muss geändert werden, weil ohne Schulabschluss eine Ausbildung zu starten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich brauche eine zusätzliche Schleife über ein Berufsvorbereitungsjahr, all diese Sachen. Da müssen wir ansetzen, der erste Punkt. Zweitens, da hat Franziska im Bund ja quasi uns den Weg auch geebnet über das Gute-Kita-Gesetz beim Thema Erzieherinnenausbildung. Wir haben einen Anteil von Erzieherstellen geschaffen, die tatsächlich in der Ausbildung schon eine Vergütung bekommen. Da wollen wir fortsetzen. Dieser Anteil muss gesteigert werden, weil tatsächlich noch Geld mitzubringen, um einen überall auch als wichtig dargestellten Beruf zu erlernen, das versteht niemand. Und deshalb ist es gut, an der Stelle weiterzumachen. Und wir setzen auch darauf, und ich weiß auch, dass das bei der SPD in guten Händen ist im Bund, die Leistungen des Gute-Kita-Gesetzes ja auch zu stabilisieren, weiter fortzusetzen, um hier weiterzukommen. Und das ist wichtig. Genauso beim Thema Pflegekräfte. Die Altenpflegehilfe ist jetzt mittlerweile beitragsfrei, was Schulgeld anbetrifft. Das war ein wichtiger Punkt, da hat der Bund uns geholfen. Und auch die generalisierte Pflegeausbildung hat es geschafft, junge Menschen eher für diesen Beruf zu begeistern und ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, für welchen Bereich entscheide ich mich. Was aber wichtig ist, wenn wir gerade über die Altenpflege reden, ist, wir brauchen einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege. Die Menschen, die in der Pflege, in den Altenheimen unterwegs sind, verdienen viel zu wenig. Es gibt keine tariflichen Regelungen. Und hier müssen wir ansetzen. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr beschämend, dass, obwohl Hubertus Heil da sehr weit schon war und da wirklich gut vorgearbeitet hat, dieser nicht zustande gekommen ist. Aber das wäre ein wichtiger Ansatz. Und wir im Land, wir müssen natürlich schauen, dass wir auch im alltäglichen Handeln, auch in der Politikgestaltung, jetzt zeigen, wie viel Respekt wir für den Menschen haben, die sich für diese Berufe entscheiden, dafür auch werben und auch klar machen, dass es bei jungen Menschen nicht darauf ankommt, dass alle denken, sie werden Herzchirurg oder Atomphysiker, sondern dass es auch Respekt und hohe Anerkennung für die sozialen Berufe gibt, wir die auch brauchen und dass die an vielen, vielen Stellen auch unsere Gesellschaft mit zusammenhalten. Frau Marti. Ich wollte auch noch mal ein konkretes Beispiel dafür geben, was ein Land tun kann, um auch zu werben und noch mehr Menschen, jetzt mal an meinem Beispiel Schule, in den Lehrerberuf zu kriegen und auch bei uns im Land zu halten. Nicht nur auszubilden, sondern auch bei uns im Land in die ländlichen Räume, also in die ländlichen Räume, wo man denkt, ach, das wird schwierig. Wir haben jetzt erstmal für die Grundschullehrerinnen und Lehrer das Gehalt, die Vergütung hochgehoben, nämlich gemeinsam mit Gymnasiallehrern, Regionalschullehrern. Bei uns kriegen jetzt alle Lehrkräfte dieselbe Vergütung. Und das ist ein Anreiz. Das ist auch eine Wertschätzung, aber es ist natürlich auch ein finanzieller Anreiz. Und wir arbeiten gerade ein Zulagesystem für Referendarinnen und Referendare für Schulen im ländlichen Raum. Also es ist auch, ja, es geht auch um finanzielle Anerkennung, nicht nur um Respekt, aber das spiegelt sich natürlich auch in der finanziellen Lage. Und ich finde auch, wenn wir wollen ja hier über Frauen reden, ist der soziale Bereich sehr wichtig, weil so viele Leute sich darin tummeln, aber also so viele Frauen. Ich würde aber auch gerne nochmal dafür werben, dass wir auch Frauen in andere Bereiche kriegen und dafür Männer in den sozialen Bereich. Das ist mir ganz wichtig, an der Stelle auch mal zu sagen. Nicht nur zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass den Frauen es irgendwie besser geht in dem Bereich, sondern wie können wir das so attraktiv machen, dass auch Männer reinkommen und wie können wir bei Frauen auch dafür sorgen, dass die auch in die Männerdomänen stärker noch Eingang finden, weil da auch hochattraktive Berufe sind und ich sage da nur mal MINT. Ja, MINT-Erziehung, Naturwissenschaften. Warum haben wir so wenig Mädchen, die sich dann auch für so ein Studium entscheiden und dann in diese hochattraktiven, innovativen Berufsbereiche hineingehen? Das sollten wir auch diskutieren und nicht nur den sozialen Bereich. Also in beide Richtungen. Ne? Es ist nicht unanständig, bei der Berufsentscheidung sich zu überlegen, dass man vielleicht auch etwas mehr Geld verdienen möchte, als freiwillig etwas weniger. Ne? Und wenn man den Mechatroniker, den Chemikanten auch als Kindergärtner will, dann zahlt es sich eben auch, früher hatte man gesagt, in Mark und Pfennig, in Euro und Cent aus. Die MINT-Berufe, ich weiß nicht, ob eine von Ihnen beiden dazu was sagen kann. Da gibt es ja schon seit relativ langem die Feststellung, dass die Frauen da stark unterdurchschnittlich reingehen.
Und dann gibt es auch die Meinung, ja, das wollen die Mädels ja einfach nicht. Da können wir machen, was wir wollen, die wollen nicht. Wie sieht das in den Ostländern aus und kann man da von außen noch was tun? Ja, also dieses Argument, die wollen ja nicht, das habe ich x-mal gehört, als wir über das Frauen in Führungspositionen-Gesetz verhandelt haben. Ja, also das müssen wir mal verstehen, wir sind hier ein technisches Unternehmen, wir haben keine guten Frauen. Dann habe ich immer gesagt, wo sind die denn alle hin? Also im Abitur, im Studium waren sie ja noch da und haben sehr häufig besser abgeschnitten sogar als ihre männlichen Kollegen. Das heißt, da muss irgendwas anderes sein. Und das allererste, womit wir anfangen müssen, ist letztendlich auch eine klischeefreie Bildung. Ja, das fängt in der Kita an, das fängt mit dem Wimmelbuch an, wo auch mal vielleicht die Baggerfahrerin was macht, ja, oder die Dachdeckerin etwas macht und der Krankenpfleger pflegt, ja. Und die Vorbilder und Rollen, mit denen Kinder groß werden, sind dabei ganz wichtig. Und es ist offensichtlich, also wir sehen es überall, wo die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung da ist, hast du mehr Männer, die sagen, ich mach das, ja. Also es ist, 1:1 kann man das sehen. Wenn wir diese Erkenntnis haben, dann ist völlig klar, also Frauen sind da idealistischer, die sagen, ich möchte gerne diesen Beruf machen und dann nehme ich auch in Kauf, dass ich nicht so viel Geld bekomme. Männer sind da häufig sehr viel stärker orientiert auf das Budget. Das kann aber nicht dazu führen, dass man sagt, naja, dann müssen wir halt die Frauen mehr in die Männerberufe bringen, damit die auch mal was verdienen. Finde ich einerseits auch richtig, aber es muss genauso sein, dass eben diese eher typischen Frauenberufe genauso gut bezahlt sind wie die typischen Männerberufe. Und darum geht es. Und für die Frage, wie kriegen wir mehr Frauen in die MINT-Berufe, klischeefreie Bildung und Erziehung, Berufsorientierung, Girls Day, Boys Day sind ja die klassischen Formate, die bundesweit jedes Jahr da laufen. Aber auch das ganze Thema Berufsorientierung, wirklich ermutigen junge Frauen, ihre Talente und Potenziale auch zu nutzen, das zu machen, was sie wirklich gerne wollen und können und auch dafür sorgen, dass wir gute und starke Vorbilder haben. Denn davon lebt das Ganze auch, dass es eben auch Frauen gibt, die schon in diesen Berufen arbeiten und die sagen, kommt, ich zeige euch das, das ist eine tolle Sache, wäre das nicht auch was für dich? Und dann können wir da auch einen Wandel, glaube ich, gut hinbekommen. Aber das ist Arbeit und Aufwand und das ist ein bisschen auch entgegenwirken dem Klischee. Und da muss man sagen, wenn ich mir so alte Bücher angucke mit Fotografien der ostdeutschen Industriearbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da waren die Frauen, das war gang und gäbe, dass die in diesen Berufen da waren, ja, egal ob im Handwerk oder in der Industrie. Das war selbstverständlich. Und ich finde, da sieht man auch in diesen Bildern, die mehr als 30 Jahre mittlerweile alt sind, so, so starke Frauen. Und die auch mal nach vorne zu bringen, das sind ja heute Menschen, die längst in Rente sind, aber die wertzuschätzen in ihrer Leistung, die sie erbracht haben, in dieser Stärke, Beruf und Familie zusammenzubringen, das finde ich total wichtig, auch für die Menschen, die heute in Sachsen-Anhalt leben, vielleicht in Ruhestand schon sind, auf ihr Leben zurückgucken und sagen, sag mal, wo sind wir denn eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung? Und das müssen wir doch zeigen, dass es da Frauen gab, die waren so modern, wie das im Westteil des Landes teilweise heute noch nicht so ist. Und ich finde, da können die Frauen hier in Ostdeutschland auch stolz drauf sein. Und wenn man mal sich anguckt, wer auch leider weggegangen ist, ja, nach dem Fall der Mauer, das waren vielfach die Frauen, das waren die sehr gut qualifizierten Frauen. Ich kenne aber auch viele, die mittlerweile zurückgekommen sind und die hier richtig was machen. Und dieses Zurückkommen nach Hause, hier wieder etwas zu machen mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, anderswo, das sind ganz große Chancen. Und da gibt es in Sachsen-Anhalt auch Beispiele. Und ich finde, die muss man nach vorne stellen. Genau, also auf diese Rückkehrer und die Rolle, die Frauen da spielen. Ne? Lange Jahre dachte man ja immer, also die Frauen, die hier weggehen, die heiraten im Westen, die kriegen 2,5 Kinder und sind dann hier für den Osten immer verloren. Das ändert sich, Gott sei Dank. Aber mit diesen ja, Müttern, Großmüttern, ja noch sind es die Großmütter, ne? Die ja ganz andere Vorbilder lange Zeit gelebt haben. Sind die weggerutscht, Katja Pähle, oder wie kann man da als Politik überhaupt was dran tun? Kann man daran erinnern, die nach vorne stellen? Also man darf ja eins nicht vergessen, als 1990, 91 im Osten unglaublich viel weggebrochen ist, da waren es oftmals die Frauen, die auch nach Hause geschickt wurden. Auch aus der Überlegung heraus, gerade bei Familien, den Mann vielleicht hoffentlich noch in Arbeit zu halten, aber es wurden hauptsächlich die Frauen nach Hause geschickt. Und das tragen die Frauen auch noch mit sich. Die Männer, die nach Hause geschickt wurden, aber genauso.
die einfach diese Situation, dass auch da unglaublich viel weggebrochen ist, was auch quasi Lebensleistung war. Aber trotz alledem schwingt das in den Familien, glaube ich, immer noch mit, was du, Franziska, gerade auch beschrieben hast, als die starken Frauen, die das als Selbstverständlichkeit empfunden haben. Und das setzt sich ja auch fort. Ich habe in Halle studiert und hatte da einen relativ großen Kreis von Kommilitoninnen und befreundeten Menschen um mich drumherum. Und bei einem befreundeten Paar war es so, sie war in Magdeburg geboren und hatte jetzt während des Studiums jemanden kennengelernt, der aus den westdeutschen Bundesländern kam. Und sie ist zum ersten Mal mit ihrem Freund nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Und die ganze Familie fragte sie, naja, du studierst jetzt und so, aber wenn ihr jetzt zusammenbleibt und so, was machst du dann? Und sie sagte mit einer Selbstverständlichkeit, na, ich gehe arbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Entwicklung, die jetzt mittlerweile ja auch in den westdeutschen Bundesländern angekommen ist, dass quasi eine hohe Ausbildung bei den jungen Frauen auch dafür sorgt, dass sie mit einer Selbstverständlichkeit sagen, natürlich will ich arbeiten gehen. Das, was ich gelernt habe, will ich auch anwenden. Und wir als SPD haben an vielen, vielen Stellen dafür gesorgt, dass es durch Ganztagsanspruch auch möglich ist. Es gab ja tatsächlich eine Situation, dass gerade in den westdeutschen Bundesländern auch den jungen, gut ausgebildeten jungen Frauen mit Kindern es gar nicht die Möglichkeit gab, voll arbeiten zu gehen, weil die Betreuung nämlich nicht sichergestellt war. Genauso wie im Grundschulalter. Mit anderen Worten, Politik kann da etwas tun. Junge Frauen oder insgesamt Frauen in ihrem Wunsch, Familie, Beruf zu verbinden, auch zu unterstützen, indem die Infrastruktur von Kinderbetreuung da ist. Und auch das ist richtig, wir müssen insgesamt als Gesellschaft schauen, wie wir unsere Kinder prägen, die Mädchen wie die Jungs. Es ist genauso absurd zu glauben, dass Jungs alle in die MINT-Berufe wollen. Wollen die nämlich auch nicht. Und es ist ganz wichtig, da insgesamt in Kindergarten, in Schule, junge Menschen einfach darin zu bekräftigen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und nicht sich in ein bestimmtes Muster hineinzubegeben, sondern tatsächlich aufgrund von Talenten und Interessen sich für einen Beruf, egal ob ein Ausbildungsberuf oder ein Studium, zu entscheiden. Und die nächste Klippe, die dahinter steht, da müssen wir nochmal schauen, wie kriegen wir es zum Beispiel hin, auch in den MINT-Studiengängen, was passiert dann, wenn die junge Frau den Abschluss in der Tasche hat, wo ist das Unternehmen, das sie einstellt, wo sind die Strukturen, in denen sie auch Karriere machen kann, wo sie aufsteigen kann. Und auch gleichberechtigt mit ihrem Partner Beruf, Familie irgendwie auch zusammenbekommt. Aber ich glaube, wie gesagt, gerade in den letzten Jahren ist da im Bund dank Franziska ganz viel auf den Weg gebracht worden. In den Ländern ist ganz viel unterwegs und die SPD steht auch dafür, diesen Weg weiter zu gehen und voranzutreiben, damit tatsächlich partnerschaftliche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden können und es nicht abhängig davon ist, wer hat die besseren Karrierechancen oder wer verdient mehr Geld. Mich interessiert noch, was aus der Beziehung geworden ist. Die sind verheiratet. Und sie arbeitet. Und sie arbeitet. Und die Eltern überleben es. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schock da reingeschlagen ist, aber ich glaube, es haben alle überstanden. Was Sie ansprachen, es gibt auch, und da denken sich die Menschen nichts dabei, so eine Formulierung, dass man von einem bestimmten Gehalt ja seine Familie ernähren müsste. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich denke da immer drüber nach und denke, nö, also von zwei Gehältern sollte man eine Familie gut ernähren müssen, aber doch nicht unbedingt von einem. Das schleift sich immer noch so durch. Aber haben Frauen auch Schwierigkeiten oder dann wieder natürlich, da was ja hier mit drei Politikern zu tun hat, kann man ihnen helfen, zu sagen, ich mache eben auch mal die Alleinverdienernummer. Denn wenn ich mit Kindern in die Verantwortung gehe, kann ich Glück haben und ich habe eine sehr gute Kinderversorgung. Wenn es dann allerdings so in verantwortliche Jobs, ich nehme mal an in der Politik, wo man zum Beispiel wie heute am Wochenende nicht zu Hause ist, braucht man noch sowas wie Familie und Freunde, damit man das gebacken kriegt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also gehen Frauen auch unter Umständen in die Verantwortung, wenn es heißt, ich muss da mal eine Weile lang mehr verdienen, ich muss die Alleinverdienerin sein und das ist mir eben auch möglich. Erleben Sie das, dass das... Naja, ich meine, wir reden jetzt hier über Vater, Mutter, Kind, aber das ist ja nicht das einzige Familienmodell. Es gibt ja ganz viele Frauen, übrigens auch Männer, die allein sich selbst und die Kinder ernähren müssen und können. Also das ist ja nicht, sind ja nicht immer zwei Verdienerinnen und Verdiener in einer Familie. So.
Aber Sie haben gerade gesagt, können wir den Frauen helfen? Ich glaube gar nicht, dass wir ihnen helfen müssen. Ich glaube, sie brauchen die richtigen Rahmenbedingungen. Familien brauchen vernünftige Rahmenbedingungen, dass Beruf und Familie zusammengeht und dass das ganz selbstverständlich ist. Und ich habe auf dem Weg hierher, weil ich dachte, ich wollte mal gucken, gibt es denn da eigentlich noch einen Unterschied? Sie hatten gefragt, wie ist denn das mit den Frauen, den Ostdeutschen, da die Rentnergeneration, die waren stark. Und ist das denn, gibt es da immer noch einen Unterschied? Ja, es gibt eine ganz spannende Studie aus dem letzten Jahr, Oktober 2020 vom IAB, super spannend, dass immer noch ostdeutsche Frauen 7 Jahre, nachdem ihr Kind geboren ist, viel besser, also im Vergleich viel besser verdienen als ihre westdeutschen Kolleginnen, sage ich. Also eine Mutter, die geht in Ostdeutschland schneller wieder zurück in den Beruf, schneller wieder auf Vollzeit und verdient dann natürlich nach ein paar Jahren auch mehr Geld. Und das ist in einem, also da reden wir über 70% zu 45% des Gehalts vor der Geburt. Da ist immer noch ein Riesenunterschied. Und wir haben auch gelernt, dass wir, wenn ostdeutsche Frauen nach Westdeutschland gehen, um dort zu arbeiten, die westdeutschen Frauen richtig was lernen. Das kann man richtig beweisen und belegen, dass sich da auch was tut im Betrieb, wenn eine Ostdeutsche kommt und sagt, klar, ich arbeite und ich hole mein Kind eben um 5 aus dem Hort. Alles klar. Und nicht dieses Rabenmütter-Syndrom, was die westdeutschen Frauen haben. Also ich glaube, hier können ostdeutsche Frauen und übrigens auch die Generation, die nach dem Mauerfall geboren ist, mit ganz viel Stolz auch durchs Leben gehen und sagen, wir haben da wirklich was Besonderes und haben Westdeutschland verändert. Und es ist noch nicht angeglichen, Franziska Giffey hat es gerade gesagt, es gibt noch Bundesländer, wo es nicht selbstverständlich ist, dass ich irgendwie mein Kind ganztags betreut habe. Das ist dann ein 6er im Lotto, immer noch in vielen Bundesländern oder in einigen jedenfalls. Insofern, da können wir, glaube ich, als Ostdeutsche wirklich stolz sein und wir nehmen das so als selbstverständlich, aber wenn man mal nach ganz Deutschland guckt, ist es nicht. Das fand ich auch spannend in Vorbereitung dieser Veranstaltung, dass ich gelesen habe, dass Westfrauen, die in den Osten ziehen, sich, was dieses betrifft, den Ost-Usancen angleichen. Die gehen auch relativ schnell wieder in den Beruf. Und was hatte ich, die Westfrauen, also gleichen sich den Ostfrauen an, während die Ostfrauen, die in den Westen gehen, gleichen sich nicht den Westverhältnissen an, sondern leben weiter das Modell, was sie aus ihrer Jugend von ihrer Mutter kennen und sind relativ schnell wieder berufstätig. So, da sie aber im Westen, das scheint so zu sein, immer noch dann diese berühmte gläserne Decke erleben, also die Ostfrauen, die in den Westen gegangen sind und da einen guten Job gefunden haben, kommen sie jetzt wieder zurück. Sie hatten es auch angesprochen. Kann man auf die bauen? Befördern die sozusagen einmal über Bande ein Frauenmodell, was dann ja ein gesamtdeutsches so langsam werden könnte? Also ich glaube, man kann auf die bauen, aber ich finde auch wichtig, dass wir jetzt nicht immer dieses Die- und Wir-Denken machen. Also ich sag mal, da hat sich ja viel auch entwickelt gemeinsam. Und ich finde, Politik hat auch nicht die Aufgabe, Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen, ja, sondern Politik hat die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Was meine ich damit? Ich war vor 1,5 Jahren mal zu Besuch bei einem Familienbündnis im Münsterland. Es gibt ja überall in Deutschland über 600 Familienbündnisse, wo vor Ort viele verschiedene Akteure, die für Familienfreundlichkeit sich einsetzen, sich zusammentun und dann Angebote für die Familien machen. Und da begegnete ich einer Mutter, die hatte ihr Baby auf dem Arm und dann sagte sie, wissen Sie, Frau Giffey, wie Sie die Kita-Krise ganz leicht lösen können, also im Sinne von, es gibt nicht genug Plätze. Ich sage, na sagen Sie mal, bin ich jetzt gespannt. Und dann sagt sie, Sie bezahlen mir einfach, dass ich die ersten 3 bis 10 Jahre mit meinem Kind zu Hause bleiben kann und dann ist doch alles gut. Das war doch früher auch so schön. Da hat mein Vater, der hat auch alleine gearbeitet und 3 Kinder zu Hause und das hat doch gereicht und mit dem einen Einkommen und so, das wäre doch die Lösung. Und da muss ich Ihnen sagen, da ist eine Grenze dessen, was wir als politische Lösung gestalten wollen. Nicht, dass ich sage, jemand soll nicht 3 bis 10 Jahre mit seinem Kind zu Hause bleiben, aber die Frage ist, was wir politisch anreizen. Und der politische Anreiz, der zielt auf Partnerschaftlichkeit und darauf, dass wir sagen, gute Rahmenbedingungen, gute Kinderbetreuung, dass die Leute sich entscheiden können, aber nicht, dass wir sagen, wir zahlen sozusagen Geld dafür, dass eine Hälfte der Bevölkerung nicht ihr volles Potenzial ausschöpft.
ausschöpft. Und die Erfahrung auch in den Jugendschulen, in der Shell-Jugendschule und so weiter, ist ja, dass viele junge Leute eben beides wollen. Das sieht man auch. Wir haben einen großen gesellschaftlichen Wandel. Sie haben die Väter ja angesprochen. Vor über 10 Jahren ist das Elterngeld eingeführt worden. Da hatten wir 3% der Väter, die das Erziehungsgeld in Anspruch nahmen. Also bevor es das Elterngeld gab, 3% nur. Wir sind heute bei über 40% der Väter, die sagen, ich bleibe in den ersten Monaten, im ersten Lebensjahr meines Kindes auch einen Teil zu Hause. Noch nicht so viel wie die Mütter. So zwischen 3 und 4 Monaten, die die Väter im Schnitt nehmen. Die Mütter nehmen schon den größeren Teil. Aber dass sie es überhaupt tun, zu fast der Hälfte, ist ein ganz großer gesellschaftlicher Wandel. Und das, finde ich, ist etwas, worauf man aufbauen kann. Und deshalb gab es ja die Elterngeldreform, deshalb gab es die Erleichterung beim Partnerschaftsbonus nochmal, damit eben die Rahmenbedingungen für bessere Vereinbarkeit und Partnerschaftlichkeit auch tatsächlich nochmal erleichtert werden, damit die Familien sich dafür entscheiden. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, und wenn ihr euch für ein anderes Modell entscheidet, ist es auch in Ordnung. Nur es wird nicht 10 Jahre vom Staat gefördert. Obwohl wir ja ganz viel auch tun. Stichwort Kindergeld, Stichwort Kinderzuschlag, Stichwort Kinderbonus, Stichwort Kinder- und Jugendhilfe und all die Zahlungen, die es gegeben hat. Deutschland ist da ziemlich einzigartig weltweit, das darf man auch nicht vergessen, was die familienpolitischen Leistungen anbetrifft und die finanzielle Unterstützung, die Familien auch bekommen. Das haben wir jetzt auch in der Krise gesehen. Viele Familien haben gesagt, wir leiden unter der Perspektivlosigkeit und unter den Kontaktbeschränkungen. Aber finanziell sind wir abgesichert durch Kurzarbeitergeld und durch all die zusätzlichen Sonder- und Entschädigungsleistungen, die ja in Milliardenhöhe geleistet worden sind. Nicht? Und das darf man nicht vergessen. Und deshalb ist eben wichtig, dass wir jetzt auch, wenn wir uns fragen, wie geht es nach der Pandemie eigentlich weiter, ganz klar den Fokus darauf legen, Rückkehr zur Normalität, so schnell wie möglich, das ist das, was sich Mütter und Väter gleichermaßen wünschen. Und deswegen sind ja auch erste Schritte, ihr habt es ja jetzt schon gemacht, die Woche in Mecklenburg-Vorpommern, erste Schritte für weitere Schulöffnung, Regelbetrieb und so weiter. Ich finde das ganz wichtig. Das ist das, was die Familien im Moment am meisten sich wünschen, dass sie da eine Verlässlichkeit und Planbarkeit wieder bekommen. Also ich gebe Ihnen recht, Rahmenbedingungen verbessern oder Anreize setzen ist besser als helfen. Denn als erwachsener Mensch will man nicht geholfen bekommen. Ne? Aber man will, dass die Bedingungen so sind, dass man tun kann, was man halt eben tun möchte und was der Staat bei der Bildung der Frauen ja auch bezahlt hat in Deutschland. Ne? Das ist ja alles bei uns umsonst. Gibt es spezifische Punkte in Sachsen-Anhalt, was Rückkehrerinnen betrifft, wo Frauen in Rollen einrücken und eben nicht mehr gehen, sondern Sie sprachen den ländlichen Raum an, den eventuell auch wieder beleben. Also wenn wir uns darum bemühen, dass Menschen aus den westdeutschen Bundesländern wieder nach Sachsen-Anhalt kommen, dann richten wir die Bestrebungen auf Männer und Frauen. Möglichst gleich mit angeheiratetem Ehepartner, Ehepartnerin und Kindern. Weil wir natürlich wissen, dass Sachsen-Anhalt ein demografisches Problem hat. Und das schaffen wir nur, wenn mehr Menschen wieder nach Sachsen-Anhalt kommen, um hier zu leben, Familien zu gründen, zu investieren und zu arbeiten. Wir schauen aber tatsächlich, Bettina Martin hat vorhin geredet, auch über das Thema Hochschule. Wir wissen, dass ganz viele junge Menschen nach Sachsen-Anhalt kommen, um hier gut an unseren beiden Universitäten und an unseren Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu studieren. Und das ist gut so. Und jetzt ist aber die große Aufgabe, wie schaffen wir es, diese jungen Menschen hier zu halten? Und da haben wir klare Ideen. Wir wollen unterstützen, tatsächlich auch mit innovativen Ideen leichter Start-ups gründen zu können, sich auszugründen aus den Hochschulen heraus, mit aber auch Rückendeckung der Hochschulen. Wir wollen Kapital zur Verfügung stellen, tatsächlich für Wagnisse, also nicht Risikokapital, sondern Wagniskapital, um zu sagen, wir schaffen eine neue Industrie, ein neues Klima auch für Unternehmensgründungen. Und wir wollen natürlich auch gerade beim Thema Lehramtsausbildung, gehen uns immer noch viel zu viele junge Menschen wieder aus Sachsen-Anhalt weg. Hier wollen wir tatsächlich richtig PS auf die Straße bringen, um uns um diese jungen Menschen zu bemühen, weil das ja natürlich dann auch für bessere Schulbildung sorgt und vielleicht dem einen der anderen auch Mut gibt, wieder nach Sachsen-Anhalt zurückzukommen. Insgesamt also haben wir da viele, viele Angebote in petto. Und wir wollen auch, dass wir als Sachsen-Anhalt ganz deutlich nach außen sagen, jeder, der hierher kommt,
ist herzlich willkommen, egal ob er wiederkommt oder neu hier anfangen will. Herzlich willkommen und findet seinen Platz in unserer Gesellschaft. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr tun, um das auch quasi mit Ideen und Projekten umzusetzen. Aber wir haben in den letzten 5 Jahren das auch schon gut unterstützt und auch gut vorangetrieben. Und ich glaube, mit viel Sozialdemokratie im Parlament ist das so ein Bereich, den man wirklich noch mal voranstellen kann, eine wirkliche Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt zu pflegen und die schon hier waren, am besten nicht wieder ziehen zu lassen, sondern ihnen attraktive Angebote zu geben für Familiengründung, aber vor allen Dingen halt auch für Arbeit. Also die Wessis, die hier zum Teil schon 25, 30 Jahre leben oder auch kommen, die sind willkommen. Da gibt es ja eine andere Partei, die Schlagzeilen damit gemacht hat, dass man das vielleicht nicht so sieht. Ich weiß gar nicht, wie weit das über Sachsen-Anhalt hinaus bekannt gewesen ist. Deswegen will ich da zwei Sätze dazu sagen. Die Partei Die Linke hatte bei ihrer Vorstellung der Wahlplakate ein Plakat im Hintergrund mit der Botschaft, nehmt den Wessis das Kommando. Und ich gebe zu, bei mir ist diese Botschaft gar nicht angekommen. Warum? Es gibt Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland, an denen müssen wir arbeiten. Wir müssen arbeiten beim Thema Löhne, beim Thema Rente. Das ist etwas, wo der Osten endlich in die Lage versetzt werden muss, genauso gut zu bezahlen wie in den westdeutschen Bundesländern. Aber wenn Menschen sich hier seit 30 Jahren zum Teil für dieses Land engagiert haben, indem sie Verantwortung übernommen haben in der Politik, in Unternehmen, in unseren Kommunen, denen jetzt zu sagen, weil du aber in Duisburg geboren bist, musst du das jetzt abgeben, finde ich ein absolut fatales Signal. Wir als Sachsen-Anhalt, wir wollen deutlich sagen, dass wir weltoffen sind und machen jetzt an dieser Stelle wieder eine Unterscheidung zwischen Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Thüringen und den restlichen Bundesländern. Mir persönlich ist es vollkommen egal, wenn jemand sich für Sachsen-Anhalt interessiert, hier gute Arbeit finden will, dieses Land entwickeln und unterstützen will, sich engagieren will, ob er in Bautzen geboren ist, in Bonn oder in Bratislava. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, er tut etwas für Sachsen-Anhalt und hilft mit, für Sachsen-Anhalt tatsächlich Zukunft zu gestalten. Und deshalb an der Stelle, das Plakat verstehe ich überhaupt nicht und die Intention dahinter erst recht nicht. Dass natürlich Menschen, die in Ostdeutschland geboren sind, in vernünftigen Verhältnissen auch in Führungspositionen kommen müssen, genau wie wir das eben bei Frauen besprochen haben, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich würde jetzt die berühmte letzte Frage stellen, weil im Zukunftsprogramm der SPD steht auch, ob das mutig ist oder nicht, will ich von Ihnen wissen, in 10 Jahren haben wir die volle Gleichberechtigung erreicht. Da wird irgendwie die Dekade der Gleichberechtigung ausgerufen. Schaffen wir das? Frau Martin. Naja, natürlich. Wenn wir uns anstrengen, wenn alle die richtige Partei wählen, nämlich die SPD, dann schaffen wir das, klar. Ja, jetzt hat sie Ihnen schon was weggenommen. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich sag mal, es ist immer die Frage des Wollens und das eine ist das, was auf dem Papier steht und das andere ist das, was wirklich gelebt wird. Ja? Und da müssen schon alle mitmachen. Ich glaube nicht, dass man in einem Programm festschreibt, das ist dann so und dann wird es so. Also das ist was, wo Sie können das auch nicht mit einem Gesetz festlegen, was die Leute wirklich leben. Ich glaube, es geht darum, einen gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen, der sagt, was ist eigentlich eine moderne und gerechte Gesellschaft? Und eine moderne und gerechte Gesellschaft ist eine, die ihre Chancen und Potenziale voll nutzt und nicht sagt, ich gucke, woher kommt und dann mache ich da eine Unterscheidung oder ich schaue, ob das nun Männer oder Frauen oder sonst was ist. Also ich meine, das ist wirklich wichtig, dass wir darauf setzen, eine Gesellschaft zu bauen, die alle ihre Potenziale ausschöpft, egal woher jemand kommt, egal welches Geschlecht er hat, egal wie das Elternhaus aussieht. Und das ist ja auch ein Versprechen, das die SPD immer gegeben hat. Wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Und wir wollen Chancengerechtigkeit für jedes Kind, egal wo die Wiege der Eltern oder Großeltern stand. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, wenn wir uns überlegen, wie unser Land auch in 10 Jahren aussehen soll. Also in jedem Falle Mut fördern dazu, ne? Mut fördern, Engagement fördern und ich glaube, dafür ist die Runde auch gut, gerade auch jungen Frauen Signal zu geben, nicht sich entmutigen zu lassen, sondern sich auch Unterstützerinnen
auch Unterstützer zu suchen, wenn man etwas anschieben will, egal in welchem Bereich, egal ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Bildung. Gemeinsamkeit macht immer stärker, ist auch etwas, was die SPD unter Beweis stellt, Solidarität und gegenseitige Unterstützung, und dann kriegt man auch die schwierigsten Aufgaben gelöst, und ich glaube, in 10 Jahren sind wir auch beim Thema Gleichstellung, auch durch den gesellschaftlichen Wandel, sehr, sehr viel weiter als heute. Da bin ich optimistisch und da glaube ich, das kriegen wir auch hin. Und es kam so am Rande, aber vielleicht nicht in der Deutlichkeit, in der es gehört, auch alle bunten Modelle, ne, wie immer Familie gestaltet wird, Männer, Frauen zusammen und alle Menschen, die sich irgendwo dazwischen sehen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Debatte, die ja da manchmal als schwierig erlebt wird, über alles, ich nenne das mal bunt, aber durchaus in jedem Fall auch befördert, weil es Klischees überhaupt aufbricht, auch jenseits der Zielgruppe, die da gerade gemeint ist. Okay, also 10 Jahre sind ein Versprechen, es muss aber gefüllt werden. Aber ja, Rollenmodelle sind wichtig. Hier steht sozusagen alles, eines, also für alle jungen Frauen, nicht im Saal, aber die Millionen, die uns draußen zuschauen. Es ist nicht mehr so unüblich, Politikerin zu werden. Sowas kann man heute machen. So, ich bedanke mich bei den Dreien.